Ich bin der Bruno. Und ich der Roland. Und heute machen wir mal Pinsen. Wir haben uns vorhin schon gestritten, wie man das jetzt in der Mehrzahl nennt. Also gestritten haben wir uns nicht, aber wir haben diskutiert, ne? Ja. Also, Pinse ist die Mehrzahl, oder? Nicht Pinsen, Pinsas, Pinse. Ja, klingt ungewohnt, aber der Geschmack wird, glaube ich, trotzdem überzeugen. Und ich würde euch dazu gleich schon mal die Zutaten zeigen. Wir haben jetzt hier schon vorgebackene Pinse. Dann für die erste Version Nutella und Bananen. Für die zweite verwenden wir passierte Tomaten. Unsere altbekannte Salz-Pfeffer-Mischung. Etwas Zucker, Knoblauch, Zwiebeln, Salami und Mozzarella. Und für die zweite Version benötigen wir Olivenöl, Cherry-Tomaten, Burrata und Serrano-Schinken. Und ich glaube, das klingt, also es wird auch gut schmecken. Hundertprozentig, aber ich würde die Banane Nutella zum Schluss essen. Ja, das würde Sinn machen. Okay, fangen wir an. Also Pinse, Pinse schon vorgebacken. Jetzt müssen wir die belegen. Welche machst du, welche soll ich machen? Ich würde sagen, ich mache die mit Serrano, Burrata und den Cherry-Tomaten. Ja. Und du kannst dich schon mal um die mit der Tomate und dem normalen Mozzarella und Salami kümmern. Also da habe ich gedacht, ja, passierte Tomaten, müssen wir die noch ein bisschen verfeinern. Was meinst du? Wir haben hier eine Zwiebel und was wir hier ganz speziell haben, schon, hast du das schon mal gesehen, das ist wirklich ein frischer Knoblauch. Ich kam sogar schon mal in den Genuss, den zu testen. Ehrlich? Ja. Wo hast du denn hergehabt? Vom Mitarbeiter aus der Cook Family. Nee. Doch. Okay, das ist sehr gut. Also dir kann mir auch nichts mehr beibringen, Mensch. Und ich hätte jetzt gedacht, die Zwiebeln schneide ich klein, schwitze die an mit ein bisschen Olivenöl, ja, und mache dann die passierten Tomaten drauf, ein bisschen Knoblauch mit rein, püriere das Ganze, ein bisschen Basilikum auch, dass wir schon Geschmack haben, dass da eine schöne Power in der Soße ist. Aber ich würde die kalt lassen. Aber nur die Zwiebeln jetzt anschwitzen, okay, dass man den Zwiebelgeschmack hat. Ja, ansonsten können wir die jetzt auch aufkochen und können es dann noch mehr erkalten lassen. Aber ich will jetzt hier nur die Zwiebeln glasig schwitzen, dass man da nicht drauf beißt. Und das mache ich jetzt parallel. Und du kannst dich anfangen. Ne? Und ich würde euch gleich mal was sagen zu der zweiten Pinsel. Da würde ich mal ganz kurz hier zur Seite greifen. Ich habe hier ein Kochbuch, das heißt Tuttavia. Das ist von einem Gastronomen, wo ich im Urlaub auf Mallorca sehr gerne essen gehe. Es ist ein Italiener, aber der spricht auch Deutsch. Und der hat hier wirklich sehr coole Gerichte drin. Und unter anderem auch diese Pinsa mit Serrano und Burrata. Also Grüße gehen raus. Und ich glaube, die wird richtig lecker. Also ich habe mir das Buch auch mal kurz angeschaut, ne? Was wirklich sehr, sehr toll ist. Gruß nach Mallorca. Erdbeerpinsel mit Olivenöl. Aber es ist auch ganz klar, warum. Ich brauche ja zumindest etwas, was heiß wird, damit ich auch die Pinsel, sonst wird es ja zu trocken. Ich muss gewisse Feuchtigkeit bringen. Öl bringt die Feuchtigkeit und leitet auch dementsprechend die Temperatur. Und so kann dann auch, wie wenn man das in eine Tomate ganz ohne Öl in eine Pfanne geben würde, so ist es auch bei der Pinsel. Wenn nichts drauf wäre, dann würde die einfach nur verbrutzeln. Und so brät sie und du kriegst, jetzt gibt auch die Süße von der Tomate, die dann auch in die Pinsel mit rein. Okay? Perfekt. So, jetzt machen wir hier, würde ich sagen, ein bisschen Öl rein. Das reicht schon. Und jetzt kannst du das schön hier mit dem Pinsel, und jetzt kannst du es auch besser steuern, ne? Man kann es ja drauf machen, wie viel das du denkst. Aber da kannst du natürlich was machen. Ich habe jetzt hier rote Zwiebeln genommen, weil das einfach jetzt auch nochmal von der Farbe her ein bisschen besser passt. Oder würdest du sagen, dass das reicht oder noch mehr? Ah, da kannst du noch mal ein bisschen verteilen, das kann so gleichmäßig sein. So. Den kann man auch mal mit der Kamera, zeige ich mal, so ein frischer Knoblauch, ja, das sieht auch etwas anders aus, wie wenn es jetzt getrockneter ist. Vom Aroma ist es natürlich auch nochmal ganz, ganz anders. Den kann man vom Grunde hier so pur essen, wenn man das möchte. So, und jetzt sieht man auch hier nochmal die Struktur, das ist vielleicht auch mal ganz interessant. Ja. Wenn man den jetzt so grillen würde, können wir auch die Haut ranlassen. Wir machen es aber jetzt ab. Machen hier 2-3 Zehen mit rein. Wir wollen ja wieder Knoblauch mit dran machen, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Und was ich hier auch sagen würde, unsere Salz-Pfeffer-Mischung ist im Verhältnis 1:7. Und, also weil viele auch gefragt haben, 7 Teile Salz und 1 Teil Pfeffer. Ja, das ist die Mindestmenge auf der sicheren Seite. So, und hier ist jetzt die Besonderheit, ich koche das jetzt gar nicht mehr auf, sondern ich rühre das jetzt einfach nochmal um und lasse das auch nicht aufkochen. Das kann man aber nur machen, wenn man wirklich sofort auch das Produkt verwendet. Ansonsten muss man es aufkochen, dann wieder abkühlen lassen, weil sonst wird es nämlich kaputt gehen. Man darf nie was Kaltes mit was Warmem vermengen und nicht aufkochen. Okay. Gerade jetzt bei den Temperaturen, wie es jetzt ist, sonst kann das sein, dass es die Soße oder das Lebensmittel kippt. Ja? Ja. So, ich habe es jetzt weggedacht. Möchtest du noch den Basilikum rein? Absolut. So. Dann haben wir unseren Zauberstab. Ich fange schon mal an. Reicht das? Gut. Kann man ruhig. Basilikum können wir noch rein machen. Gut. Ein bisschen mehr Salzpfeffer. Oh ja. Ein bisschen Zucker noch. Das mixen wir jetzt nochmal. Kommt der Basilikum schön raus, ne? Ja, genau. So. Von mir aus können wir loslegen. Mit der zweiten und mit der dritten. Genau. Soll ich das auf meinem Brett machen hier? Ja, das kannst du machen. Die halte ich dir gleich wieder ab. Und für euch würde ich auch noch ganz schnell sagen, die hier. Die dritte für Nutella und Banane, die backen wir erstmal so, weil wenn wir Nutella und Banane jetzt schon drauf geben, dann würde das verbrennen bzw. auch austrocknen. Und deswegen backen wir die leicht vor, geben dann Nutella und Banane drauf und haben es dann. Roland, soll ich schon mal die Nutella in den Ofen stellen? Die haben wir ja leicht angeheizt. Dass die ein bisschen, weil die ist jetzt kühl. Ja, klar, wir sind ja so weit, wir können schon loslegen. Ich würde sagen, das reicht. Komm, geil, und dann passt das. Mozzarella fertig? Ja. Zweite Pinsel, ich lege jetzt die Salami drauf, okay? Mach das. Ich finde es am allerschlimmsten, wenn man dann immer eine Pizza bestellt oder eine Pinze in dem Fall, ja, und es ist nichts drauf. Ich bin schon der Meinung, Salami, da muss auch richtig Salami drauf sein. Bin ich auch der Meinung. Ja. Und hier wollen wir dann später noch die Burrata drauf machen. Nee, auf die. Auf die? Die Mozzarella ist für hier? Ja. Und dann? So. Müssen wir den Scheiben drauflegen oder müssen wir ein bisschen klein machen? Dazwischen liegen, ein bisschen kleiner. Ja, wir können noch ein bisschen kleiner. So, und hier machen wir jetzt die Nutella-Banane. Genau. Und die wollen wir jetzt auch vorbacken? Genau. Und dann später, oder die Banane auch schon mit drauf? Nee, würde ich nicht sagen, weil es dann mit dem Draufmachen von der Nutella ein bisschen schwierig wird. Aber wir machen hier mal ein bisschen Öl. Nutella ist ja, glaube ich, auch immer so ein Fett drin, oder? Na, ein kleines bisschen ist da drin. Kommst du mit? Ja, natürlich. Wir gehen jetzt hier in den Bäckerofen, weil da bringen wir alle drei gleichzeitig rein. Wir müssen vielleicht mal kurz erzählen, wie lange das wir die jetzt drin lassen. Ne? Also die Pinsel braucht so 7 Minuten, um fertig zu backen. Aber wir wollen ja die mit Nutella und Banane etwas früher rausnehmen. Genauso Parmaschinken machen wir dann später drauf in Burrata, ganz genau, zum Schluss. Oder willst du die Burrata nochmal ganz kurz? Richtig, ganz zum Schluss. Alles klar. Also machen wir jetzt 4 Minuten. Warten wir 5 Minuten. In der Zwischenzeit mache ich die Banane. Und ja. Sagen. Also wir haben jetzt den Ofen auf 240, 260 Grad hochgeheizt, Ober- und Unterhitze. Das kann man natürlich auch im ganz normalen Haushaltsofen machen. Wir haben das jetzt nur in dem Backofen gemacht, weil wir drei verschiedene machen und dementsprechend bringen wir die dort schön auf eine Ebene rein und man kann es hier auch mal schöner zuschauen, weil da ist eben die Glasfront dran.
zu Graz halt. Aber das kann man im ganz normalen Haushaltsofen auch machen. Das geht sogar auf Heißluft. Ja? Entweder Heißluft 200, 240 Grad oder Oberhitze, Unterhitze. So, die müsste jetzt natürlich auch schnell zerfließen. Also wir haben jetzt hier die Nutella leicht warm gemacht und mit 60 Grad in den Ofen geschoben, dass sie auch schon ein bisschen flüssiger ist. So, und jetzt ist natürlich, jetzt könnt ihr selbst entscheiden, wie viel, wie dick. Ja, also, wie sagt der Bruno immer, Käse gibt es nie zu viel und ich glaube, das sagt er auch bei der Nutella, oder? Ja, das könnte schon. Hier jetzt auch nochmal eine kleine Frage. Darüber scheiden sich auch die Geister. Sagt der, die oder das Nutella? Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen. Und das wird dann, glaube ich, witzig. Weil der eine sagt das, die oder der. Das. Der eine sagt so oder so? Ja, genau. Aber ich sag dir, die schmeckt schon auch pur. Und ich glaube, das war jetzt auch eine gute Lösung, dass wir es so gemacht haben. Ja, dass wir die vorgebacken haben und jetzt dann mit den Nutella nochmal rein. Das sieht auch ganz witzig aus schon. Das sieht super aus. Na gut, dann packen wir rein. So, und wir geben jetzt sofort schon die Burrata drauf, dass die schon ein bisschen, dass sie trotzdem ein bisschen Temperatur annimmt. Und man sieht schon, der Unterschied zum normalen Mozzarella ist, dass der Burrata innen richtig schön cremig ist. Und das macht den halt auch so beliebt, weil da kann man noch den oben auf eine Pasta draufgeben und hat man noch ein bisschen zum Beispiel eine zusätzliche Cremigkeit. So, Bruno. Sehr gut. Bruno, ich hole in der Zwischenzeit schon die dritte Variante. Mach das gern. So. Das sieht wirklich wunderbar aus. So, jetzt gebe ich hier oben noch auch hier etwas Basilikum drauf. So. Das sieht Hammer aus. So, jetzt würde ich sagen, auch noch ein bisschen Basilikum drauf. Mach du das. Also auf die würde ich jetzt kein Basilikum machen. Weil ich glaube, das schmeckt ja nicht ganz so. Basilikum kann man auch weglassen. Ne? Es gibt doch auch den einen oder anderen, der keine Basilikum hat. So, jetzt haben wir hier ein bisschen. Ne? So schaut's. Wunderbar. Sieht doch wunderbar aus. Vielleicht auch nochmal die Kamera, dass die alle drei. So, wollen wir mal probieren? Ja, ich bin schon ganz heiß. So, nicht nur du, sondern auch hier die Pinsel. Ich schneide hier mal jede in der Mitte durch und schneide nur für uns, für jeden so ein Stück mal ab. Das Schöne bei der Pinsel ist ja auch, also ich esse nicht so viel Gluten, das weißt du ja, Bruno. Ja. Aber dadurch, dass das hier verschiedene Mehle sind, mit Reismehl, Sojamehl und Weizenmehl, das wissen auch viele, das ist auch ein Unterschied zur Pizza, besteht natürlich hier auf den einen oder anderen, der eine Unverträglichkeit hat mit Gluten, auch die zu essen. Ne? So, ich habe jetzt absichtlich das hier zum Schluss geschnitten. Für was fangen wir an? Ich würde sagen, arbeiten wir uns chronologisch vor. Chronologisch vor. So, beißen wir mal rein. Das hat schon Gründe, dass wir mit Messer und Gabel essen sollen. Mmh. Sehr gut. Also, die erste ist schon mal super.
Wir testen uns jetzt bei den anderen nochmal durch. Und es schmeckt super. Ja. Ja, also es schmeckt super, aber klar, das ist bei mir auch erst noch kurz 5 Minuten abkühlen, vor 2 Minuten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann, auf Cookbarus. Macht's gut, ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen. Lasst ein Like und ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Eure Cook Brothers.